Mein Name ist Bruno Brat. Ich bin ein sehr visueller Mensch, ein Perfektionist und liebe die Menschen. Geboren bin ich in Rumänien. Temeswar heißt die Stadt. Das ist im Banat. Meine Mutter hat mich als kleines Kind schon, was Kunst anbelangt, gefördert. Hat mich schon früh in Kunstgymnasium, in der Kunstschule gehen lassen, dass sie selber Kunst gemocht hat. Und sie das aber nie machen konnte, hat sie gesagt, was ich nicht machen kann oder konnte, das möchte ich, dass vielleicht meine Kinder, einer meiner Kinder, dann machen können. Ich habe als kleines Kind schon Zeichnungen gemacht. Ich habe in Erinnerung ein Porträt meiner Oma, muss in der zweiten oder dritten Klasse gewesen sein, das heißt, was um die 8, 9 Jahre. Habe da das Gymnasium dann bis zum Abitur gemacht und dann eben anschließend Studium an der Kunstakademie. Ich habe da sehr gute Ausbildung in Rumänien genossen, fachlich sehr gut, handwerklich sehr gut. Also wir haben da wirklich von der Pike das Zeichnen, Farblehre bekommen, auch dreidimensionales. Und den Professoren war es vor allem wichtig, dass unser handwerkliches Können so gut ist, damit wir dann weiter uns nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, sondern unsere Ideen durchziehen können. Warum bin ich nach Deutschland gekommen? Das habe ich in jungen Jahren gemacht. Das war in Rumänien so gewesen, das war ja sozialistischer Staat. Design war da auch nicht groß gefragt. Ich wollte das zwar studieren, aber mir war klar, dass ich beruflich da nicht wirklich was bewegen kann. Und musste mein Studium in Rumänien unterbrechen und habe dann nochmal von vorn das Studium an der Kunstakademie in Nürnberg angefangen. Und zwar ist es dann da aber in Richtung Werbung gegangen. Zu der Zeit hat es noch keinen Computer gegeben, also ich musste sehr viel per Hand zeichnen und das liegt mir einfach sehr. Ich versuche natürlich dem Ganzen so meine eigene Note zu geben. Auch diese Mixtur zwischen Bleistift und Pastell und Acrylfarbe ist eigentlich eher selten. Ich habe da allein schon durch die Technik mein Wiedererkennungsmerkmal drin. Als Werbegrafiker habe ich ja viel mit Photoshop zu tun. Das heißt, ich kenne mich da schon ganz gut aus und die Bildbearbeitung spielt bei mir eine große Rolle. Die gesamte Komposition, die gestalterischen Arbeiten, ich kann selbst in Details Veränderungen machen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Ausschnitte aus einem Bild geht, die ich dann tausche, da mache ich dann große Fotoposter-Auszüge davon, die ich dann als Vorlage für meine Zeichnungen geht es ans Zeichnen. Ich arbeite mit dem Quadratraster als Hilfskonstruktion. Die Striche ziehe ich eigentlich ziemlich wild. Wenn man es genau im Detail schaut, wirkt es unkontrolliert und richtig durcheinander. Ich versuche da immer diese Spannungen zu kreieren zwischen feiner Ausarbeitung, zwischen groben Strichen, zwischen farbig, nicht farbig. Und natürlich das Wichtigste ist das Spannungsfeld zwischen meinen Figuren, die dann mal groß, mal klein sind, im Dialog miteinander, mal fröhlich gucken, mal bös gucken, misslaunt, mal schreiend und sonst wie. Also es ist nicht nur das Porträt, sondern der ganze Ausdruck. Fakt ist, dass der Mensch in seiner Darstellung das Komplexeste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Durch das, dass wir jeden Tag von Menschen umgeben sind, beobachten wir die auch am allermeisten. Da spielt Mimik, Haltung, Bewegung sehr große Rolle. Und es ist wahnsinnig schwierig im Detail, das auch wirklich so umzusetzen, dass ich diesen Moment so festhalten kann, dass der glaubwürdig rüberkommt. Was ist 12? Ich wollte ausdrucksstarke Menschen finden und die porträtieren. Ich habe mir Menschen gesucht, die am Rande der Gesellschaft sind, weil es prinzipiell so ist oder ich den Eindruck habe, dass man genau diese Menschen versucht zu ignorieren, sie zu missachten, sie eigentlich nicht zu sehen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe diesen Menschen ein Gesicht, lasse sie mal sprechen und mach auch den anderen klar, uns gibt es auch und begegne uns doch bitte auf Augenhöhe. Ich
habe diese Menschen beim Mittagessen in der Heilsarmee getroffen, kennengelernt, denen mein Projekt erzählt oder nahegebracht. Der Grundgedanke war der, das, was die 12 Aposteln eigentlich an mitmenschlichem Miteinander und an sozialem Zusammenleben gepredigt haben, das fordern diese Menschen ein. Das heißt, ich schaue sie an, ich betrachte sie und ich mache mir die Gedanken, wie stehe ich zu ihnen, was bedeuten diese Menschen mir. Mir ist auch bewusst worden, dass die Lebensgeschichte des einen oder des anderen durchaus auch meine Geschichte werden könnte, dass es wann immer in einem jeden seinem Leben einen Einschnitt geben kann, der einen auch in so einer Situation, in so einer Lage bringen kann. Der Heiligenschein, nachdem ich mich längere Zeit mit den einzelnen Personen relativ intensiv auseinandergesetzt habe und ich mitgekriegt habe, was sie alles schon durchgemacht haben in ihrem Leben, da ist natürlich auch mir die Frage gekommen, wenn wir dann mal zusammen vor dem Stuhl Petri sitzen und um Einlass bitten, wer ist wohl schneller im Paradies? Sind es diese 12, die ein Leben lang Entbehrung und Leiden und Missachtung durchgestanden und erlebt haben? Oder sind es wir, die meinen, mitten im Leben zu stehen und unser Leben im Griff zu haben? Der Roland, der Rocker, der ist auch wirklich in so einer Rockerbande drin gewesen. Und wenn man den auf den ersten Blick sieht, kriegt man Angst von ihm. Und er fragt einfach nur, wer traut mir? Ich bin gar nicht so gefährlich, wie ich ausschaue. Der zweite ist Alexandri. Das war ein Ingenieur und er hat viel mit Luftschiffbauten zu tun gehabt. Und mittlerweile ist er einsam und allein. Und er fragt den Betrachter, wer wärmt mich? Dann kommt der Uwe. Das ist der Intellektuelle vielleicht unter Ihnen, der unter Umständen mal eine Abteilung geleitet hat oder so etwas. Er gestikuliert sehr viel und er fragt sich, wer noch auf ihn setzt heute. Die Froni hat bei den Aufnahmen mit einer Arie losgelegt. Die wäre mit Sicherheit gern Opernsängerin geworden. Ich weiß nicht, ob sie es war. Sie fragt den Betrachter, wer hört mir zu? Dann kommt der Kurt, eigentlich schon sterbenskrank. Man sieht es in seinen Augen. Er war aber der Einzige, der es nicht wahrhaben wollte. Sein Blick fragt den Betrachter, wer macht mir Mut? Daneben ist die Marie. Sie war die Älteste, 96, und sie ist ganz alleine. Sie war auch die Einzige, die beim Mitmachen gezögert hat. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe sie gefragt, Marie, wieso wollen Sie da nicht mitmachen? Und dann ist eine Frage gekommen. Ich bin doch nicht schön? Ich habe gesagt, doch, Sie sind sehr schön. Ihre Frage ist, wer begleitet mich? Dann kommt weiter der Künstler. Der ist so richtig einer, der gern auffällt. Auch im echten Leben eine Kunstfigur. Seine Frage ist, wer findet mich toll? Der Ludwig, in einer Bauernfamilie groß und erwachsen worden. Er konnte leider nie sprechen. Man wusste auch nicht, ob er einen versteht oder nicht. Tja, bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er einen fragt, wer umarmt mich? Der junge Ewald, der hat für mich zwei Porträts. Er ist mir zum Teil so hilflos, so verloren vorkommen und andererseits hat er einen Blick drauf gehabt, der mich richtig erschreckt hat. Ich glaube, das heißt gespaltene Persönlichkeit. Neben ihm ist Helmut, der nach einer Erkrankung arbeitslos geworden ist. Der kommt auch regelmäßig auf die Ausstellungen und er hat mir auch mal verraten, an einer dieser Ausstellungen, das wäre der schönste Tag in seinem Leben gewesen. Und er fragt, wer gibt mir eine Chance? Dann kommt die lustige Moni. Die hat manchmal gern getrunken und wahrscheinlich die Realität links liegen lassen.
und sie fragt sich, wer winkt mir zu? Und als letztes eine, die mit der Gesellschaft in ihrer Form, wie sie es überhaupt nicht klarkommt. Eine Aussteigerin, Punkerin, ist die Caroline. Und bei ihr frage ich mich immer, junges, intelligentes Mädchen, so wie es sich präsentiert, wer akzeptiert sie? Als 13 habe ich mich selber mitten unter die 12 gezeichnet und ich habe auch eine Frage an mich, die sich vielleicht auch alle anderen Betrachter stellen. Wie stehe ich zu diesen Menschen?